Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch in diesem Video 5 Artikel vorstellen aus dem Discounter, die mich letztes Jahr sehr überzeugt haben. Diese 5 Artikel lohnt es sich wirklich mal zu testen. Die meisten Artikel aus dieser Liste sind vom Lidl. Lidl hat nun mal einfach das beste Feuerwerk im Discounter bei uns in Deutschland. Aber es ist auch ein Artikel von Aldi dabei. Also 2 sehr zugängliche Discounter, die eigentlich jeder haben sollte. Und ich würde sagen, guckt euch einfach mal die Videos an. Mich haben diese Sachen wirklich sehr überzeugt. Und ja, wenn ihr meiner Meinung seid, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Fangen wir an. Als erstes fangen wir mit der Batterie Veko Eruption an. Diese Batterie gab es letztes Jahr bei Aldi. Sie hat 16 Schuss, hat 20 Sekunden Brenndauer, ein Kaliber von 14 mm und man bekommt diese Batterie für 2,49 Euro. Bei dieser Batterie handelt es sich um die ehemalige Elysium. Die gab es damals bei Lidl. Die hier gibt es bei Aldi, Aldi Süd und Aldi Nord. Es ist eine Feuertopfbatterie. Das bedeutet, diese Batterie hat keine Zerleger, ist aber eine sogenannte Batterie, die man ganz gut zum Vorschießen benutzen kann, zum Aufwärmen, da die keine Zerleger hat und für den frühen Abend sehr gut geeignet ist und ich finde für den Preis wirklich was hermacht. Hat mich wirklich sehr überrascht und für den Preis wirklich sehr zu empfehlen. Hier das Video. Als nächsten Artikel wieder eine Batterie und dabei handelt es sich um die Veko Firefly. Diese Batterie konnte man letztes Jahr leider nur regional bei Lidl kaufen. Sie hat 19 Schuss, brennt 35 Sekunden, hat ein Kaliber von 30 mm und preislich gab es die für 17,99 Euro. Ja, wie schon gesagt, das war eine regionale Batterie. Ich im Süden hatte die leider nicht. Wir hatten dafür die Raptor, aber die Firefly muss man sagen, wirklich einer der besten Discounter-Batterien, die man letztes Jahr kaufen konnte. Hat mich sehr überzeugt. Ich hatte die originale Batterie. Die Firefly ist ja eine Umlabelung. Das Besondere ist, die tollen Blinker und die starken Zerleger für eine Discounter-Batterie. Absolut eine Empfehlung. Also wenn ihr die dieses Jahr haben solltet in eurem Lidl und es sollte die noch geben, würde ich euch die wirklich sehr empfehlen. Hier das Video. Bei dem dritten Artikel auf dieser Liste handelt es sich um Raketen und hier haben wir die Veko Phantoms and Ghosts Raketen, die es letztes Jahr bei Lidl, leider auch regional, für 13,99 Euro gab. Es sind 11 Raketen enthalten. Ihr habt da 6 Raketen mit einem reinen Zerleger und 5 davon mit einem lautstarken Pfeifaufstieg. Ja, wie gesagt, leider auch die regional, die hatte ich. Der Rest in Deutschland hatte Nico-Artikel von der Green Line. Falls ihr diese Raketen aber in eurem Lidl finden solltet, sie sind wirklich sehr, sehr gut und für 13,99 Euro könnt ihr hier absolut nichts falsch machen. Vor allem, weil es diese selben Raketen, die Phantoms and Ghosts, sind ja die Umlabelung von dem Bang & Scream, online teilweise viel, viel teurer gibt, also teilweise 5 Euro teurer im Lidl halt für diesen Preis. Hoffe, dass der Preis auch bleibt, aber wir werden sehen. Aber das ist auch einer der Artikel, die mich absolut überzeugt haben und die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann.
Bei dem vierten Artikel geht es wieder um eine Batterie und hierbei handelt es sich um die Batterie, die es bei Lidl gibt, die Weco Highlander. Die Highlander ist so eine Batterie, die wollte ich mir schon seit einigen Jahren kaufen, habe es aber irgendwie nie getan. Letztes Jahr habe ich es getan und oh Gott, ich muss sagen, für eine Discounter-Batterie wirklich sehr, sehr gut. Sie hat 53 Schuss, brennt 50 Sekunden, hat ein Kaliber von 25 mm. Preislich gibt es die für 24,99 € und das Besondere bei dieser Batterie ist der Fächer. Also wirklich schöne Effekte dabei, der Fächer. Ich liebe Fächerbatterien und ich muss sagen, schade, dass ich mir die Jahre davor nie gekauft habe, denn diese Batterie macht wirklich was her und die hat mich wirklich sehr überzeugt. Also, viel Spaß mit dem Video. Als letzten Artikel auf dieser Liste haben wir wieder eine Batterie und hierbei handelt es sich um die Weco Matrix. Diese Batterie hat 54 Schuss, brennt 30 Sekunden, hat ein Kaliber von 15 mm. Preislich gibt es die oder gab es die für 6,99 €. Das Besondere an dieser Batterie hatte jeder in seinem Lidl und man muss sagen, für den Preis eine kleine nette Fächerbatterie, die quasi die Fächer als Salven schießt, also es kommt alles auf einmal, sehr, sehr schönes Finale und ich muss sagen, wirklich für diesen Preis, die hat mich absolut überzeugt und die kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. Viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, wir sind jetzt schon durch. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Inspiration für euren diesjährigen Einkauf geben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Das hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr meiner Meinung seid, dass diese Artikel gut sind und ihr selber sie vielleicht schon getestet habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare oder schreibt doch in die Kommentare, was ihr euch dieses Jahr vielleicht davon holen werdet. Würde mich sehr interessieren. Also wie gesagt, eine kleine Inspiration für euch. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein, bis dann, ciao.